Hitzesbergers Pressetour, Sebastian. Es gab jetzt nicht allzu viel in diesem Interview, was man besprechen sollte, aber so ein paar Dinge möchte ich schon mit dir durchgehen. Und zum einen gab es eine Frage, mit der würde ich jetzt mal anfangen, die lautete: Ertappen Sie sich manchmal bei dem Gedanken, die Mannschaft sei doch viel zu gut, um abzusteigen? Kannst du ganz kurz vorlesen, was Thomas Hitzesberger darauf antwortete? Na klar, er sagte, nein, das kann fast kein Verein von sich behaupten. Ich bin zwar auch weiterhin überzeugt, dass wir mindestens drei Mannschaften hinter uns lassen werden. Dazu ist es aber nötig, dass wir weniger vom Verletzungspech gebeutelt werden und möglichst alle Spieler Topform erreichen. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon mehrfach aufgemacht haben, aber ich möchte es hier auch nochmal tun. Also mir ist es einfach zu wenig, nur auf das Verletzungspech zu verweisen. Das ist mir am Ende dann zu einfach. Ja, also eigene Spieler haben nicht nur einmal die Einstellung kritisiert, wir haben das ja mehrfach dann auch in der Sendung thematisiert. Die Davi, Müller, Anton hat es mal getan, Förster hat es mal getan. Und ja, da hätte mich jetzt halt interessiert, wie der AG-Chef zu dieser Kritik steht, was er davon hält. Ja, und ich weiß nicht, also ich habe jetzt von den von mir gerade aufgezählten Spielern nie gehört, ja, also wenn das Verletzungspech mal nicht so zuschlägt wie in der Hinrunde, dann gewinnen wir schon. Sondern da hat man gehört, ja, es stimmt halt nicht in Sachen Einstellung. Deswegen bin ich wieder bei dem Punkt. Es ist mir dann irgendwann zu viel Gejammere über verletzte Spieler. Ja. Ja. Ja, sehe ich genauso. Es ging schnell. Nee. Ja, aber man kann das so sagen wie er, aber ich würde dann halt wirklich genau die Reihenfolge umdrehen. Ne? Also die Spieler müssen Topform erreichen, sie müssen wirklich alles reinhauen, was sie haben. Und wir müssen halt versuchen oder das Glück haben, weniger Verletzte zu haben. So rum, okay, aber immer als erstes wirklich wird immer sofort diese Verletzten-Geschichte halt abgefeuert halt. Ne? Wirklich so, sagst irgendwas, ja, zu viele Verletzte. Das ist ja Verletzte. Auch ein Totschlagargument, naja, weil es stimmt natürlich. Natürlich stimmt, ne? Also aber es ist nicht das einzige Problem. Statistisch untermauert, ja, genau. Ja. Absolut. Ein weiteres Thema war natürlich ja, der Investor, der ja immer noch fehlt, seit Jahren. Und über einen möglichen neuen Investor wollte Thomas Hitzesberger gar nicht so konkret sprechen. Aber Sebastian? Er spüre zwar, dass das Interesse von institutionellen Investoren sehr groß ist, da sie erkennen, was im Fußball gerade los ist und wie dringend viele Clubs frisches Geld benötigen. Dadurch haben sich andererseits aber auch die Verhandlungspositionen verändert. Genau. Das heißt, es gibt offensichtlich welche Investoren, die zwar Lust hätten, aber eigentlich nicht aus den Gründen, die man beim VfB gerne sehen würde, nämlich Herzensangelegenheit, beziehungsweise dass man strategisch voneinander profitiert. Es geht da wirklich einfach nur um Geldvermehrung. Ja, könnte ich mir vorstellen. Oder wenn man zum Beispiel nach Augsburg guckt, ne, dass halt dann der Investor auch wirklich ganz konkrete Pläne hat, vielleicht welchen Spieler man verpflichten soll. Ne? Also kann ja auch sein, wenn man sagt, wir möchten in dem und dem Markt, möchten wir irgendwie stärker werden. Also das scheint jetzt die Investoren, die Kohle haben, hat man auf der einen Seite die Clubs, die keine Kohle mehr haben. Und na klar ist natürlich, dass jetzt die Investoren vermutlich höhere Bedingungen und Ansprüche stellen, als das vielleicht noch vor Corona der Fall war. Ja, Thomas meinte ja dann auch noch, man wolle jetzt aber nicht vorschnell handeln und sich bedingungslos frisches Geld verschaffen. Und er sagt, ansonsten tut man den Verantwortlichen, die nach uns kommen, möglicherweise keinen Gefallen. Soweit so richtig. Die Frage ist halt, ob der VfB mittelfristig überhaupt die Möglichkeit haben wird, sich den richtigen Investor auszusuchen. Weißt du, weil ich befürchte, dass man sich in den nächsten Jahren die Frage stellen muss, was ist das geringste Übel? Also wenn es wirklich um den Investor geht, ja. Und jeder Interessent möchte für sein Invest auch etwas bekommen. Es geht nicht immer nur wie beim Daimler, dass man verhindern möchte, dass gegenüber irgendwie ein Fremdfabrikat die Fahnen hissen darf. Es geht halt in der Regel wirklich darum, was bekommt ein möglicher Investor vom Verein für sein Invest. Also da reicht halt kein schöner Logenplatz oder ein signierter Ball. Da müssen halt ein paar Scheine rüberwachsen, beziehungsweise irgendwelche Marktvorteile müssen dadurch entstehen. Genau, das ist das alte Lied. Also warum investiere ich? Entweder ich erwarte mir, dass ich mehr Geld rausbekomme, als ich reinstecke, oder ich will Einfluss haben. Ansonsten, also, weil das ist eine Herzensangelegenheit ist, und das ist, glaube ich, schwierig, jemanden zu finden, der so viel Kohle hat und dann den VfB so liebt, dass er das Geld da reinbuttert. Der wäre schon da gewesen. Und klar, wie du sagst, es wird vermutlich nicht einfacher. Ich bin gespannt, wie man das löst. Und abschließend sagt Hitzesberger dazu, Sebastian, jetzt darfst du nochmal. Einen Abschluss wird es nur geben, wenn wir alle der Überzeugung sind, verantwortungsvoll gehandelt zu haben. Das klingt gut. Ja. Das möchte man dann aber auch hören vom
Vorstandsvorsitzenden der AG. Weiter ging es für Thomas Hitzesberger dann am vergangenen Sonntag bei SWR Sport. Insgesamt, wie eigentlich immer, wenn Thomas Hitzesberger irgendwo zu Gast ist, ein Top-Auftritt. Ja. Wahnsinnig viel Neues gab es nicht. Ein paar Aussagen waren dann aber schon interessant über die Geschichte, dass sich die Spieler im Abstiegskampf straffen müssen. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Genau, ich fand es noch ganz interessant, dass Lennart Brinkhoff ihm ja gesagt hat, dass er als ARD-Experte immer in der Lage war, Spiele wirklich glasklar und auseinanderzunehmen, zu analysieren. Und Thomas Hitzesberger dann sagte, naja, man muss schon gucken, in welcher Rolle er da ist. Und er ist nicht als ARD-Experte da, sondern als CEO des VfB. Und deswegen habe ich so rausgehört, kann er eigentlich nicht genau oder möchte er nicht das kritisieren, was er als schlecht empfunden hat am Samstag. Klang aber so, als ob er nicht auch nicht wirklich zufrieden gewesen wäre. Er hat, ja, hab ich auch das Gefühl gehabt, der wollte damit sagen, das ist jetzt nicht meine Rolle, das zu kritisieren, obwohl er ja auch Sportvorstand immer noch ist. Genau, nee, aber es klang so, er könnte, aber er macht das nicht, weil er quasi als Repräsentant da ist. Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja, es gab noch was ganz Interessantes, und zwar ging es da auch nochmal über die aktuell sportliche schwierige Situation beim VfB. Und er hat mal so versucht zu erklären, was die jetzige Krise von Krisen in den vergangenen Jahren so ein Stück weit unterscheidet. Das hören wir uns mal ganz kurz an, was Thomas Hitzesberger dazu zu sagen hatte. Blick in unsere Kabine. All die Spieler, die da sind, also was ich vorher angesprochen habe, alle, die in der sportlichen Leitung sind, sind kompetente Leute. Der Trainer ist seit über 2 Jahren da, Sven ist seit 2,5 Jahren da, fast 3 Jahren. Dass diese Ruhe jetzt da ist in einer schwierigen Phase, das ist neu beim VfB Stuttgart in diesem Bereich. Und das stimmt mich zuversichtlich, plus das Potenzial, das schlummert in der Kabine. Und daher weiß ich, wie schwer das ist, wie gut diese Mannschaften sind, die auf uns zukommen. Aber unsere Fähigkeit, die da ist, die stimmt mich zuversichtlich. Also mal wieder, schlummert Potenzial in der Kabine. Da musst du halt mal aufwachen, ne? Das ist ja wieder das Thema, was ich vorhin meinte. Also ich höre immer nur das, was jetzt kommen soll irgendwann, aber wir sind im Hier und Jetzt. Genau, 18. Spieltag, Platz 15 zum Schlummern ist jetzt keine Zeit mehr. Also muss man mal aufwachen und das Potenzial dann in Qualität mal ummünzen und da warten wir halt noch drauf. Ne? Ja, wenn ich dann vom Relegationshinspiel höre, ja, also was stimmt Sie zuversichtlich, dass Sie die Relegation gewinnen? Ja, das ist das Potenzial in der Kabine, das schlummert. Ja, also das ist halt einfach zu spät. Und ich sag mal, dass beim VfB gerade mehr Ruhe herrscht, spüre ich auch. Also jetzt nicht nur intern, sondern ich finde auch extern, da haben wir ganz andere Zeiten erlebt. Oh ja. Das hängt natürlich schon wieder mit dieser externen Kommunikation zusammen. Also sie bieten halt auch wenig Angriffsfläche. Und ich erwische mich ja selber, wenn ich so emotional werde wie vorhin, dass ich einfach so Grundlegendes kritisiere, ja, dann merke ich schon, okay, hier und da könnte ich mich fast schon selbst widerlegen, einfach mit Fakten. Und mit sowas wie, ja, der Spieler fehlt, der Spieler hat sich verletzt, der eine Spieler kommt von einer Corona-Infektion, hier ging mal was nicht auf, hier hat man mal Pech gehabt. Also du findest Erklärungen und das macht es natürlich dann auch schwer, die handelnden Personen wirklich irgendwie hart anzugreifen. Dazu kommt, dass du einen Top-Trainer hast. Ja, da gibt's für mich keine Alternative. Der VfB könnte in der jetzigen Situation keinen besseren Trainer haben als Pellegrino Matarazzo. Ob der immer das Richtige macht, ist was anderes. Genau, aber das würde ich sagen. Also für manche Leute scheint ja Kritik am Trainer damit gleichzukommen, dass man sagt, der Trainer muss raus. Aber das ist ja nicht der Fall. Also man kann ja sagen, wir haben einen Top-Trainer und der muss auf jeden Fall bleiben. Und trotzdem kann man ja einzelne Entscheidungen kritisieren, wie zum Beispiel aus unserer Sicht zu späte Wechsel. Und das ist ja legitim, einzelne Entscheidungen zu kritisieren. Aber natürlich diese Konstanz auf den Positionen, in den verantwortlichen, sportlichen Positionen, das ist natürlich eine ganz neue Sache beim VfB, die wir so lange, lange nicht hatten. Und das ist sicherlich kein Nachteil. Ein anderes Thema war natürlich Corona und die Auswirkungen auf die Finanzen der AG. Immer wieder wird auch das Thema Gehaltsverzicht bei den Profis ins Spiel gebracht. Und auch da hören wir uns mal ganz kurz an, was Thomas Hitzesberger dazu zu sagen hat. Man muss wissen, dass es in der Bundesliga ein Riesenthema ist. Egal, wer sich damit beschäftigt hat bei den Clubs, es gab Schwierigkeiten. Es ist wirklich in der Kabine ein großes Thema. Wir haben ein Modell gefunden beim ersten Mal, das wirklich sehr, sehr gut war. Es hat einen breiten Konsens gefunden, es hat viele Gespräche dafür gebraucht, aber es war eine gute Lösung für alle Beteiligten. Jetzt sagen wir auch, es soll das letzte Mittel sein, denn jeder, der einen Vertrag unterschreibt, geht davon aus, dass diese vertragliche Leistung erfüllt wird. Und wenn wir es nicht schaffen, das zu tun, dann haben wir unseren Job nicht gemacht. Also sollten wir zuerst alle Hebel in Bewegung setzen, um das nicht angreifen zu müssen. Denn wir denken ja nicht nur an die Mannschaft, sondern es geht um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen sie gleich behandeln, was das angeht. Und daher versuchen wir nach wie vor, andere Erlösquellen anzuzapfen, damit dieses Thema Gehaltsverzicht für alle beim VfB wirklich das letzte Instrument ist. Es soll das letzte Mittel sein, Sebastian. Mhm. Ja, man möchte alle Mitarbeiter gleich behandeln. Ergo, wenn
wenn man einen Gehaltsverzicht sich durchzieht, dann auch oder dann muss auch die, weiß ich nicht, die Geschäftsstellenmitarbeiterin bereit sein, auf Gehalt zu verzichten. Und ich versuche mich gerade noch selbst einzufangen, aber mir platzt da wirklich gerade die Hutschnur, weil ich denke mir so, wer musste denn in Kurzarbeit? Ja. Wer war denn das, der von der Geschäftsstelle oder diejenige, die von der Geschäftsstelle in Kurzarbeit musste? Ja, wer wusste lange nicht, wie geht's überhaupt beruflich weiter? Das waren irgendwelche, gut, die waren jetzt vielleicht nicht direkt beim VfB beschäftigt, aber Security-Leute oder Shop-Mitarbeiterinnen. Das waren doch die, die diese Last der Pandemie die ganze Zeit tragen, ja? Das waren doch nicht die Profis. Ja, die hatten aus meiner Sicht kaum eine Last zu tragen, ja? Und jetzt möchte man die Profis nicht verärgern, ja? Und jetzt sollen alle gleich behandelt werden. Puh, also ganz ehrlich, ich merk's schon, ich muss ja, hier ja. hin und her rotieren, weil ich auch wahrscheinlich jetzt nicht mehr die Energie habe, mich komplett hier drüber aufzuregen, aber ich finde das fast schon unverschämt. Ja, es entspricht auch nicht meinem Gerechtigkeitssinn. Also ich denke auch, wenn es darum geht, dass der VfB Gehälter einsparen muss, dann sollte man einfach bei denen anfangen, die am meisten verdienen und bei denen enden, die am wenigsten verdienen. Das wäre für mich dann gerecht und du hast gesagt, die Profis haben keinerlei Einschränkungen, die könnten ihrem Beruf auch immer noch nachgehen, also es war eine ganz kurze Zeit, wo nicht gespielt wurde, jetzt wird halt ohne Zuschauer gespielt, aber ja, sie können spielen, manche ziehen es vor, nicht zu spielen, ne? Also sie könnten, aber sie tun es, weil die kriegen trotzdem ihr Geld und dann zu sagen, naja, aber dann müssen die Angestellten der Geschäftsstelle auch auf Gehalt verzichten, wenn es denn so kommt, das sehe ich auch sehr kritisch. Ja, finde ich echt schwierig, geht für mich gar nicht und ich habe mich auch gefragt, andere Erlösquellen, was soll denn das sein? Spenden, willst du jetzt nochmal ein virtuelles Ticket anbieten? Das ist mir einfach zu wenig. Wir sind jetzt hier im Jahr 2 der Pandemie. Ja, absolut. Ja, und jetzt kommst du mit anderen Erlösquellen. Ja, was soll das sein? Also ich habe immer noch nichts gesehen. Der Vorschlag mit diesen virtuellen Tickets, der kam von Twitter. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Also sind wir jetzt so weit, dass wir den Verein retten oder was? Also oder die AG. Ja, anscheinend schon. Ne? Das ist für mich einfach zu wenig. Also, sorry. Vielleicht kommt dann so. Ja, ist der nächste Investor dann doch die Fans mit irgendeiner Anleihe oder so. Ja, das, beim VfB wird es das wahrscheinlich nicht geben, aber ich hätte nichts dagegen. Ich würde sofort investieren. Was natürlich auch alle wissen wollen, wie geht's für Hitz weiter nach seiner Zeit beim VfB? Man hört ja so einiges, zum Beispiel Interesse aus Leipzig. Und ja, ich muss sagen, Lennart Brinkhoff versuchte wirklich alles. Ja, aber ja. er wollte nichts verkünden, Thomas Hitzesberger. Wir hören mal rein, was er gesagt hat. Nein, ich kann nichts verkünden. Ich hatte auch kaum Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was danach kommt, weil die Aufgabe jetzt noch so anspruchsvoll ist, dass ich mich ausschließlich darum kümmern möchte, beim VfB bis zum letzten Tag gute Arbeit abzuliefern. Und danach ist die Freiheit da zu entscheiden, was möchte ich tun. Wenn bis dahin noch was kommt, was ich unbedingt tun muss, dann werde ich das. Aber ich freue mich auch darauf, mal aufzuarbeiten, was war beim VfB, was habe ich mir vorgenommen, was ist gelungen und was ist nicht gelungen und was kann ich darauf aufbauen und meinen nächsten Schritt machen. Nein, ich kann nicht. So, mit der Technik, da sind wir noch dran. Er hat noch keine Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen. Plausibel für dich? Also glaubst du, dass er erstmal so ein Sabbatjahr einlegt oder irgendwas? Oder was? Na, was ich raushöre oder was ich so empfinde, ist, dass er jetzt nicht beim VfB aufhört und hat schon den nächsten Vertrag unterschrieben in der Tasche. Also so klingt es nun wirklich nicht. Also es klingt eher so, dass er halt sagt, okay, beim VfB ist der Weg für mich zu Ende, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gucke ich mal, was ich mache. Und ich meine, es ist schön, wenn man halt die Freiheit hat, auch finanziell zu sagen, ich mache halt mal ein halbes Jahr nichts oder ein Jahr mal nichts und so. Und sich das dann zu gönnen, hat man jetzt vielleicht auch gerade in diesen Zeiten gemerkt, dass das halt auch ein hohes Gut ist. Und ich glaube, die Zeit, die er jetzt beim VfB gerade in den letzten Monaten und Jahren hatte, die war wahrscheinlich sicherlich sehr fordernd und intensiv. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass er nicht sofort irgendwie den nächsten Job annimmt. Ich schaue mir jetzt gerade zum 7. Mal hier das Mikrofon gegen den Mund. Ich habe es dauernd am Kinn, weil wir haben ja diese riesen Schaumstoffprügel. Wahnsinn. Ja, ich habe mir halt gedacht, okay, also er hat jetzt erstmal beschlossen, dass er aufhören möchte und hat sich noch keine Gedanken gemacht, was danach kommen soll. Das klingt für mich erstmal für einen Typen wie Thomas Hitzesberger ungewöhnlich. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass er einen klaren Plan vor Augen hat, weil er ja auch mal meinte, er wird jetzt 40 oder ja, er möchte praktisch jetzt sowas Neues anfangen. Dann denke ich mir, ja gut, wirst du ja auch wissen, in welche Richtung das geht. Gut, hat er glaube ich auch gesagt, dass er im Fußballbusiness bleibt und jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, Hobbyarchäologe oder Imker wird oder so. Warum nicht? Ja, Podcaster. Ja. Also ja, insofern bleibt seine Zukunft spannend.